richtest du eher den Kopf aus und denkst, dass dadurch der Körper kommt? Oder formst du den Körper und der Kopf ergibt sich? Wie setzt du da deine Prioritäten? Also im Grunde genommen bedingt sich das alles gegenseitig. Also ich würde jedenfalls, also um es mal andersrum aufzuzäumen, was ich oft sehe, was ganz sicher nicht richtig ist, dass man dadurch, indem man den Kopf und den Hals in eine gewisse Form zwängt oder Haltung zwängt, meint, dass man damit dem ganzen Pferd gut tut. Meistens ist das nicht so. Also was ich schon mache, ist, dass ich versuche, das Pferd von vorne an zu lockern. Und zwar, indem ich den Hals lockere, oft so durch wiegende Bewegungen und durch viele solche Dinge, also jedenfalls in irgendeiner Form lockern und dann diese Lockerheit durch den ganzen Pferdekörper gehen zu lassen. Und wenn der ganze Pferdekörper entspannt ist, dann kann ich von hinten das Pferd auch sozusagen in Gang kriegen, dass es dann, wenn es die Bewegung dadurch, dass es entspannt und locker ist und eine gewisse Weichheit hat, ja auch überhaupt durch den Körper durchgeht, in die Lage versetzen, den Körper gut zu benutzen. Und wenn es das lernt, natürlich gespickt von vielen zielführenden Elementen wie Seitengänge, speziell ausgerichtet auf das jeweilige Pferd, Balanceübungen und so weiter. Wenn ich das alles damit einfließen lasse, dann versetze ich das Pferd in eine immer bessere Lage, den Körper gut zu benutzen. Und dann ergibt sich daraus automatisch eine gute Kopf-Hals-Haltung. Eigentlich muss ich an der Form, wie das Pferd den Hals und dann auch den Kopf trägt, fast gar nichts machen, genau genommen. Wer weiß, wo überall der Eindruck vermittelt wird, wo man hinschaut, dass wenn man nur den Hals-Kopf in die richtige Position zwängt, dass es dann oder bringt, also ich will jetzt noch nicht mal zwängen, viele empfinden das gar nicht als zwingen, die haben es nicht anders so gelernt, nie anders gelernt, als dass man den Kopf und Hals halt in so eine Form bringen muss, und zwar irgendwie über den Zügel, also die Anlehnung, diese Anlehnung, das ist auch irgendwie für mich so ein Begriff, wo ich immer denke, den sehe ich auch ein bisschen anders. Also Anlehnung ist für mich nicht, also das Pferd unbedingt am Zügel haben sein, sondern als eher eine mentale Anlehnung. Und die führt dann wiederum dazu, dass das Pferd sich gut hält. Weil sonst könnte ich ja zum Beispiel ein Pferd auch am Halsring gar nicht in einer schönen Form reiten. Oder ich könnte das Pferd in der Freiarbeit nicht in einer schönen Form haben. Oder das Pferd könnte auch ohne mich überhaupt gar nicht in einer schönen Form laufen. Also die Pferde können in einer schönen Form laufen. Und die, die es nicht können, die können wir auch, ohne dass wir den Zügel dafür einsetzen, in eine schöne Form bringen.